Auf den ersten Blick ein typischer Lifestyle-SUV im trendigen Zweifarblook, der Hyundai Kona. Dann fällt jedoch auf, die Kühlermaske ist geschlossen. Der kleine Allrounder hat keinen Verbrenner unter der Haube, sondern er fährt mit Strom. Hyundai Kona Elektro heißt der erste rein elektrische Mini-SUV. Nach dem rund erneuerten Nissan Leaf und dem völlig neuen Jaguar I-Pace wird klar, die Elektromobilität nimmt 2018 mächtig Fahrt auf. In verschiedenen Varianten überzeugt der Hyundai Kona Elektro durch moderate Preise, gute Reichweite und kurze Ladezeiten. Er ist ab 34.600 Euro zu haben. 4.000 Euro davon übernimmt der Staat per Elektrobonus. Zwei Varianten leisten 136 oder 204 PS. Der stärkere Kona Elektro flitzt in nur 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und geht 167 Spitze. Trotz flotter Fahrleistungen kommt man ganz schön weit. 482 Kilometer nach der neuen WLTP-Norm sind ein praxisgerechter Wert. Selbst die Basisvariante mit kleineren Akkus kommt mehr als 300 Kilometer weit. Die Ladezeiten sind recht kurz. Im Idealfall reicht knapp eine Stunde an einer Schnellladestation. Das Platzangebot innen ist etwas begrenzt, denn der Kona wurde für konventionellen Antrieb entwickelt. Im Fahrzeugboden sitzen leistungsstarke Lithium-Polymer-Akkus. Das kostete etwas Kniefreiheit hinten und Kofferraum. Dennoch bietet der Kona Elektro die typischen Vorteile eines vielseitigen SUV. Schön anzusehen, das digitale Cockpit und die optisch freischwebende Mittelkonsole. Das Getriebe wird per Knopfdruck gesteuert. Vorhandenes Plastik ist gut verarbeitet und wird keineswegs billig. Typisch Elektroauto, die jederzeit voll abrufbare Schubkraft bringt Fahrspaß. Turboloch oder Anfahrschwäche, Fehlanzeige. Das Fahrwerk vermittelt stets ein sicheres Gefühl und bügelt Unebenheiten sanft weg. Schade nur, die Lenkung fühlt sich etwas synthetisch an. Viele Assistenzsysteme steigern die aktive Sicherheit. Mit dem neuen Kona Elektro erweitert Hyundai seine alternativen Antriebe, darunter die Brennstoffzellenautos iX35 Fuel Cell und Nexo. Den kompakten Ioniq gibt es elektrisch und in zwei Hybridvarianten. Am meisten überzeugt am erschwinglichen neuen Hyundai Kona Elektro, vielversprechende Laborwerte untermauert der Koreaner mit handfestem Fahrspaß.